Woran erkennst du, dass du der größte Spion der Welt bist? Lance Sterling. Jeder kennt deinen Namen. Nehmt die Niederlage nicht zu schwer. Ihr durftet Lance Sterling kennenlernen. Danke, danke. Zurück an die Arbeit. An die Arbeit. Das ist zu viel. Es ist genau angemessen. Trotzdem, zurück an die Arbeit. Agent Sterling! Halt! Und ich habe an was getüftelt, dass die Welt der Spionage für immer verändern wird. Es nennt sich biodynamische Tarntechnologie. Stellen Sie sich vor, ich könnte Sie, Achtung, jetzt kommt's, Trommelwirbel, verschwinden lassen. Verschwinden lassen? Verschwinden lassen. Warum sagst du das so schräg? Für den Effekt. Diese neue Tarntechnologie, du hast sie nicht zufällig zur Hand, oder? Ich hab sie sogar in der Hand. Zeig mal her. Klar. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Wasser, ein trinkbaren Nahrungsersatz. Erledigt. Bleh. Die Aidsacks hat einen komischen Nachgeschmack. Wo ist die Technologie? Sie haben sie gerade getrunken. Was passiert mit meiner Hand? Es hat funktioniert. Testperson wirkt desorientiert. Walter, was hast du getan? Hey, Lance, sehen Sie mich an. Dich ansehen? Ich kann dich nicht ansehen, Walter. Ich kann meinen Hintern und dein Gesicht gleichzeitig sehen. I'm a freak of nature, baby. Tauben sind überall. Die fallen keinem auf. Stopp, Kleine. Das ist die perfekteste Tarnung für einen Spion. Du enttaubisierst mich jetzt auf der Stelle. Es reicht. Ich mein's ernst. Ich erhebe meine Stimme. Ich vermute, ich sollte meine Stimme lieber nicht erheben. Du musst mich enttaubisieren, Walter. Eigentlich haben sie sich selbst taubisiert. Oh, ich werde dem Kerl wehtun.